Hallo, hier ist wieder mal der Hanakiel mit einer weiteren Folge meines Let's Plays zu Black Desert Online. Ja, in der letzten Folge mussten wir ja nochmal ein bisschen uns bei den Orks rumprügeln und haben dann auch den Boss von den Orks noch platt gehauen. Was ja nicht ganz so spannend war. Ja, und jetzt sind wir hier in der neutralen Zone bei den, in der Nähe der Banditen. Und ich wollte ja eigentlich letztes Mal hier schon das Gold abgeben. War ja der Meinung, ich hätte das dabei, aber leider doch nicht. Jetzt habe ich es aber dabei. Und dann werden wir das gleich mal abgeben. Und dann werden wir mal gucken, wie das denn noch weitergeht hier. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal zu den Orks. Und wir müssen ja noch irgendwie den Ork-Jungen nach Hause bringen und irgendwie Pilze sammeln oder Pilze bekommen von den Orks und so. Und aber werden wir gleich mal schauen. Also, erstmal das Gold. Wir wollen die Geiseln aus den Händen der Banditen befreien. Was zieht die Verhandlungen denn diesmal in die Länge? Ich habe etwas Golderz beschafft. So. Was um Himmels Willen ist das? Warum helft ihr uns? Ganz herzlichen Dank. Wir werden eure Freundlichkeit nicht vergessen. So, jetzt dürfen wir uns hier was aussuchen. Was nehmen wir denn mal? Schlachtermesser habe ich auch eins mitgebracht, weil wir das noch brauchen. Hätte ich das jetzt noch gewusst, dass wir das hier kriegen, hätte ich es nicht gekauft. Ein Gerbermesser habe ich nicht. Dann nehmen wir das. So. Gut. Oh, hat einen Stufenaufstieg für Sammeln gegeben. Auch nett. Mal kurz mal gucken. Was ist denn jetzt? Talentstufe 2. Schön, schön. Okay, so. Schauen wir mal kurz auf die Map. Das war der Boss von den Banditen. Die Echsen waren irgendwo hier, die wir jagen müssen. Oder die Salamander für den Ork-Jungen. Da müssen wir die Pilze sammeln. Ja, ich denke mal, ich will das mit den Orks hier zu Ende bringen. Dann machen wir das erstmal. Gut, bevor es losgeht, holen wir nochmal wieder unsere Vögelchen raus. Und ein bisschen was zu futtern gibt es auch noch. Zack, so. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Und dann werden wir mal gucken. Sammelt Rotpilze von den Feuerholz-Orks. Sammelt Schwarzpilze von den Rotork-Berserkern. Sammelt Blaupilze von den Elite-Soldaten der Rotorks. Okay. Denk mal, dann sollten wir das haben und den Jungen hoffe ich, dass wir dann ja mit den Orks dann fertig sind. Oh, da war doch schon Berserker. So, Quest hier teilweise abgeschlossen. Elite-Soldaten. Geht's. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht mehr. So, haben wir denn hier noch ein paar, die wir... Sind hier gerade keine, die wir noch brauchen. Da oben scheint noch einer zu sein. Oder ein paar mehr. Nehmen wir den dicken hier. Okay.
Oh, hat gerade wieder eine Menge Ärger an den Hals geholt. Oh, aber diese blöden Hexer, die nerven. Noch ein Hexer. Oh, da muss noch irgendwo einer sein. Da hinten. Okay. Dazu. Hä? Ey, geh weg. Hoppa, wo kommt der denn her? Aus welchem Loch kam der gekrochen? Okay, wir brauchen immer noch Berserker und Elite-Soldaten. Komm her, Elite-Soldat. Gott, was wollen die ganzen Lütten hier? Oh, was machen wir? Ein Berserker. Gebracht. So. So, so. Da hinten ist noch irgendwas. Da kommen wir aber nicht hoch. Da drüben. Oh, was war das? Ich brauche mal noch. Ah ja. Auch nix. Schade auch. Da haben wir noch einen. Naja. Und fall um. Zack. Ach, schon wieder so einer. So, oh, da hinten stehen gleich drei auf einem Haufen. Hallo, Freunde. Na, komm her, los. Na? Das hat immer noch nichts gebracht. Da ist noch einer. Oh, da ist auch so einer. Okay, die hast du ganz schnell umgehauen. Ich liebe diese Quests. Oh ja, mein Freund. Oh, jetzt haben wir aber noch einen gefunden, einen Pilz. Oh, noch einmal Zeit. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt fehlt uns noch der Blaupilz von den Elite-Soldaten. Da hinten ist noch irgendwie einer. Also gleich mehrere. Oh, wir haben mal wieder ein bisschen Wissen bekommen. Das ist auch nett. Oh,
alle kaputt. Komm. So. Da ist keiner dabei. Und was für ein Krach die hier machen. Da ist einer. Hier auch noch mit. Was hat mich da beschmissen? Ach, du mich auch. Geh weg. So, da muss doch noch mehr von denen hier geben irgendwo. Da ist auch einer dazwischen. Der da. Weg oder haben wir ihn schon umgenietet? Ach Gott, ja, Gott. Da hinten, dann auf der anderen Seite der Brücke sind, glaube ich, noch welche. Gucken. Hab ich mich gerade eben verguckt. Da ist einer. Ah, geh weg, du blöder Hexer. Der hat echt die, finde ich, irgendwie nervtötend. Immer noch nicht. Elisha Halskette. Oho. Da ist irgendwo noch einer. Ja, da. Wuhu. Ja. Zack, zack. Da sind sie alle platt. Tja. Die Kleinen hier, die nerven auch ein bisschen. Wie sagen hier unser Inventar auf? Aber das füllt sich schon wieder. Da sehe ich noch einen. Ach, da ist er. Ganz groß und dick steht er in der Landschaft und nicht übersehen glatt. Ach Gottchen. Na, ob wir den Pilz auch mal kriegen? Na? Wieder nicht. Bäh. Jo. Da ist noch einer. Los, komm her. Ja.
Ja, Questziel erreicht. Das wird auch sein. So, jetzt müssen wir noch das Fleisch für den vermissten jungen Ork besorgen. Müssen wir gleich mal überlegen, wo denn eigentlich diese blöden Salamander sind. Komm, die Hütte nehmen wir auch noch mit. Oh, geht's ja auch mal kaputt. Also. Irgendwer beschmeißt mich hier doch nicht. Ist der Kleine da. So, hier noch irgendwo Loot rumliegen. Ja, da hinten. Ne, ist aufgesammelt. So, ich glaube. Da? Gab's da die Salamander? Irgendwo da unten, ne? Die Frage, wie kommen wir da hin? Gehen wir doch einfach hier runter. So, nochmal kurz. Das Schlachtermesser? Haha. Oh, ui. Die sind ja aggro. Die greifen einen hier an. Die Lumpen. Achso, hätten wir das Messer gar nicht für gebraucht. Ja, auch nicht schlecht. Hätten wir einfach nur killen müssen. Da, Questziel erreicht. So, jetzt müssen wir. Boah, komm her. So, voll aggro, die kleinen Viecher hier. Oh Gott, haben wir auch gleich das Wissen bekommen. So, okay, da hinten ist der. Irgendwo, glaube ich. Da müssen wir irgendwie hin. Ja. Da hockt er. Unser vermisster junger Rotork. Klingt wie, ich akzeptiere das Fleisch, bin aber immer noch wütend. Ein Ding der Unmöglichkeit. Was will er denn jetzt noch? Klingt so, als würde er nie wieder zurückgehen. Der vermisste junge Rotork will trotz des Fleisches nicht zurückkehren. Erklärt das dem Ork, der Menschen bewundert. Okay. Gott. Der war nochmal wo? Ach ja, da. Gut, auf hier geht's. Können wir eigentlich auch auf dieser Flussseite bleiben. Ist vielleicht kürzer sogar. Jo, dann müssen wir wieder zu dieser, oh Gott, wie hieß denn das noch? Bradi-Festung oder so ähnlich? Schubidubidubidu. Schubidu, da ist das Tor. Also müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder das Gesocks loswerden, was uns noch hinterherläuft. Ups, so war's nicht gemeint. Gehen wir wieder hier hoch. Na? Komm. So, haben wir alle? Ja, sieht so aus. Okay. Tja, tut mir leid, der Junge wollte nicht wieder mit zurück. Ihm Fleisch zu geben, gute Arbeit, Mensch. Er kommt nicht zurück. Kein Ork ist gehorsam. Danke, Mensch. Danke? Danke? Jo. This for this. Okay. So, jetzt wollen wir noch irgendwie die Pilze. Schmackhafte Pilze. Können wir hier nicht irgendwie abkürzen? Na komm schon. Und hopp. Und hopp.
Da ist die Brücke. Schubidubidu. So, jetzt sollen wir diesem Oliviero noch die Pilze bringen. Mal gucken, ob er die auch wirklich mag. Da. Das ist ein Pilz. Woher wusstet ihr, dass ich die liebe? Danke. Oh, die sind vom Anführer. Ich will der Armee nicht beitreten. Sagt ihm das. Okay. Ja. There are a lot of bandits up there. I'm here to warn past. Okay. So. Muss man ihm das jetzt noch sagen? Was war das hier? Nee. Okay. Mal gucken, was sagt unser Inventar. Ich glaube, da sollten wir erstmal ein bisschen was loswerden. Laden. So, das kann weg. Zack. Das kann weg. Zack. Das kann weg. Das behalten wir mal noch. Naja, das lohnt auch nicht. Weg. Das behalten wir mal noch. Ja, das andere kann man alles noch irgendwie gebrauchen. Ja, mal gucken, was das hier mit dieser Halskette ist. Ja. Lebenspunkt, Mana-Punkt, Regeneration plus 2. Ich würde sagen, die ist definitiv besser. Die andere bringt bloß ein bisschen Rüstung. Ich denke mal, das hier kann man besser gebrauchen. Also, zack, tauschen wir das mal. So. Und jetzt können wir uns wieder um die Banditen kümmern. Ich denke mal, mit den Orks sind wir dann jetzt endlich fertig. So, aber ich denke mal, bevor wir uns den Anführer vorknüpfen, machen wir erstmal den ganzen anderen Spaß hier, ne? Lernt etwas über Banditenkrieger, lernt etwas über Riesenbanditen. Was ist das andere? Eine wichtige Angelegenheit. Zerstört Banditenkasernen. Hier oben. Seid ihr am Leben? Ach ja, den Freund finden irgendwie. Rache, Rache, Rache. Und die Bären kaputzen. Gut, fangen wir hier vorne an. Auf wie geht's? Ein paar Minuten haben wir noch. Mal gucken, er schickt uns gleich hier rein. Naja. Ui, was haben wir da denn? Wölfe oder sowas? Abgerichtete Wölfe. Okay. Das Wissen für den einen haben wir schon. Das ist cool. Ach, die hüpfen hier. Ah ja, hier sind ja überall so Fallen und Versteckte. Und oh, da, genau. So viel zum Thema Falle. Eieieiei. Bei den ganzen Bäumen sieht man auch so viel hier. Was ist das denn für einer? Ja, wir haben noch mehr Wissen, aber nicht das, was wir für die Quest brauchen. Ey, ey, komm her! Haben wir alle? Das hat auch ein kleines bisschen Aua gemacht. Guck mal, da ist eine Falle. Hier müssen wir echt aufpassen. Okay, die Wölfe können offensichtlich nicht viel ab. So, der Herr. Ha!
jeden Fall noch so ein großer. Bom, da hat es ihn von den Füßen geholt. Ups. Ne, das wollte ich gar nicht. Naja. Zack. Oi, schön. Questziel erreicht. Aua. Ah, da war wieder so eine Falle. Mist. Weg damit. Gut. Wir haben da noch ein bisschen Loot. Achso, dann machst du, ne? Machen wir nochmal kaputt. So. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Da müssen wir irgendwie, was war das noch? Irgendwie die Kasernen kaputt machen, ne? War schon wieder eine Falle. Ne, das ist aber nicht eine Hütte, das ist keine Kaserne. Ja, nehmen wir auch mit. Oh, ich habe kein Mana mehr. Das ist schlecht. Oh, falsch. Nein. Ja, au! Ach, ich muss mir auch immer die Stellen aussuchen, wo immer so ganz schöne viele sind, ne? Weil es so viel Spaß macht. So. Da war da. Was? Das ist. Die müssen wir haben. Banditenhütten. Das gefällt denen natürlich gar nicht. Na, die ist zu weit weg. Und komm, geht kaputt. Oh, Quest ist schon erreicht. Sehr cool. Was haben wir da noch? So, sind wir noch Riesenbanditen? Okay. Ich dachte, das hatten wir schon. Oh, schön wieder seine Keule schwingt da. Uros, was finden wir hier denn alles für... Ach, du mich auch. Mal ganz kurz. Jetzt müssen wir weiter nach da oben. Schauen wir da hinten lang. Und hier. Hat er gemacht. Entkommener Gefangener. Was bist du denn für einer? Kann man mit dem reden? Solange die Banditenwache stehen, denke ich nicht einmal an Flucht. Ups, wo kommt der denn? Hey, wo? Geht weg! Lass mich einfach in Ruhe! So. Ruhe im Karton. Ja, ich denke mal, wir verkrümeln uns erstmal für einen Moment hier wieder. Geben erstmal die Quests ab, die wir erledigt haben. Also erstmal wieder raus hier. Oh Gott, ey, voll das Labyrinth hier. Oh, das klang schon wieder nach einer Falle. Oh, schöne Geräusche machen die immer. So, verfolgt uns irgendwer oder irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dem sollten wir irgendwie was wieder besorgen, was wichtig für Heidel war oder so ähnlich. Gott sei Dank ist es in Sicherheit. Das war sicher nicht einfach. Habt Dank. Banditen. Ah ja, gut. Quest erledigt. So, die andere Quest, da müssen wir da wieder hin. Schubidubidu. Hervorragend, ihr habt Talent. Wenn ihr das Abenteuerleben aufgebt, sagt Bescheid. Okay, gut. Ja, huch, das sieht hier so nach einer neuen Quest aus. Die nehmen wir auch nochmal an.
Ich habe hier den... nein, ich bin hier der Hauptmann der Strafexpedition. Ich muss mich besser schlagen als die Rotorg-Strafexpedition dort. Ah ja, okay. Ui. Gut. Banditenfallen entschärfen. Oliviero ist unglaublich. Niemand wollte hier einen Stall errichten, aber er meldet sich freiwillig. Seine Frau Marciane ist auch wunderbar, da sie ihm das erlaubt. Ich wünschte, meine Frau wäre so aufgeschlossen wie sie. Tja, sie wird sowieso an mir herumnörgeln. Ich bezweifle, dass ich sowohl der Nörgelei meiner Frau als auch den Fallen der Banditenkrieger ausweichen kann. Also, könnt ihr mir zeigen, wie gut ihr seid? Okay, da sollen wir diese Fallen entschärfen. Gut. Schwächung der Banditen. Wie lief es? Ihr seid stärker, als ich dachte. Tja, ich habe wohl vergessen, dass Grimhorn euch empfohlen hat. Werdet ihr mithelfen, die Banditen zu dezimieren? Ja, machen wir. Allerdings erst das nächste Mal, denn die Zeit ist schon wieder um. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben Gott sei Dank endlich die Orks hinter uns gelassen. Mal gucken, wie lange wir uns jetzt mit den Banditen amüsieren werden. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Likes, Abos und Kommentare sind herzlichst willkommen. Und Kritik und Anregungen natürlich auch. Und dann schauen wir doch mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Bis dahin, ciao.